Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pirates of the Caribbean Fluch der Karibik mit Big Pauli. Ja, meine lieben Freunde, letztes Mal hatten wir ja eine sehr schwierige Überfahrt von Falais de Fleur nach Quebradas Costillas und wir haben hier jetzt was zu erledigen. Kurz, wir müssen uns herumfragen, wo sich Raoul Reims aufhält. Oder sonst irgendwie in Erfahrung bringen, wo er ist. Braucht ihr etwas, mein Freund? Ich möchte etwas wissen. Schön, was wollt ihr also? Ich suche einen Mann namens Raoul Reims. Was lässt euch glauben, dass ich euch helfen kann? Woher sollte eine Tavernenbesitzerin denn wissen, wo irgendein Halunke steckt? Es gibt Gerüchte, er sei im Hafen und da dachte ich, in der Taverne weiß man am ehesten etwas darüber. Glaubt ihr alles, was die Leute sagen? Ich weiß nichts und jetzt lasst mich in Ruhe. Schon gut, ich werde wohl jemand anders fragen müssen. Braucht ihr etwas, mein Freund? Ich suche ein paar Männer für mein Schiff. Jetzt ist mein Schiff gleich zumindest wieder enterfähig. Meine Güte, ist das viel. Schade, dass es auf Quebradas Costillas keine Werft gibt. So. Raus hier. Oh, kommt schon, Captain. Ich weiß etwas, das für euch von Interesse sein dürfte. Und das wäre, ich weiß, wen ihr sucht. Ich kann euch bei der Suche behilflich sein. Was wisst ihr? Lasst uns erst über meine Entlohnung sprechen. Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, dass ich euch kostenlos helfen würde, oder? Wie viel verlangt ihr? Gebt mir 1500 Goldstücke und ich sage euch alles, was ich weiß. Hier, nehmt das Geld. Ich habe mich ein wenig mit einem Seemann unterhalten, der der Besatzung dieses Kerls angehört und er hat mir erzählt, dass sie nach Conchalchau unterwegs sind. Er meinte, dass sie dort etwas mit dem Kopf der örtlichen Schmugglerbande Camilo Machado zu regeln hätten. Bestens. Und nun lasst mich vorbei. Ich habe es eilig. Mhm. Und hier im Laden kann ich jetzt mal schnell meine ganzen Waren verkaufen. Kanonenkugeln, Kartätschen, Kettenkugeln, ein Großteil meiner Bomben. Planken, Weizen, Ebenholz, Schokolade, Zucker, Wein, Leinen, Rum, Tabak, Kaffee, Zimt, Kopra, Paprika, Seide, Sandelholz, Leder, und Öl. Euer Gold, mein Freund, ist und ich muss mir auch noch ein bisschen private Ausrüstung kaufen. Und den Saphir hier verkaufen. So, da mal raus hier aus dem Dorf von Quebradas Costillas. Und auf nach Conchalchau.
Also die sehen viel zu gepflegt und ehrlich aus für Halsabschneider. Keine Ahnung, was Matteo Santos hat. Also. Auf nach Conchaichau und dabei hoffen, dass ich nicht angegriffen werde. Sorry, hatte Angst, dass ich angegriffen werde. Jedem Schiff, was sich mir entgegenkommt, versuche ich nun auszuweichen. Noch ist mein Schiff nicht wieder repariert. Und ich werde jetzt nicht auf einer anderen Insel anhalten, nur um mein Schiff zu reparieren. Ich bin schneller als die Piraten. Nein, 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 nein. Verdammt, jetzt muss ich wieder auf die Karte. So, ich bin fast auf der portugiesischen Kolonie angekommen. Portugiesischen Insel. Und ich warte kurz, bis es wieder Tag wird. Laden brauche ich eigentlich gar nichts machen. Wobei, doch, ich kaufe mir mal lieber jetzt. Ich habe den besten Laden im ganzen Archipelago. Ich brauche ganz dringend neue Heiltränke. Das Ding kann ich verkaufen. So, habt ihr etwas zu trinken, mein Freund? Das Schiff reparieren lassen. Das ist genau das gleiche wie das, was ich jetzt schon habe. Das einzige, was ich dafür tun würde, wäre 30.000 Goldstücke wegzuschmeißen. Sehr lustig. Also, was weiß denn der Wirt? Ich brauche nur einige Informationen, wenn ihr die Zeit habt. Das kommt wirklich darauf an, was ihr meint, Senior. Ich habe gehört, dass Reims vor kurzem in dieser Stadt angekommen ist. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Vielleicht irrt ihr euch. Ich weiß sicher, dass er vor einigen Tagen hier eingetroffen ist. Er sollte sich mit Camilo Machado treffen. Schweigt! Wenn euch euer Leben lieb ist, solltet ihr diesen Namen nicht noch einmal laut aussprechen. Seht, habt ihr den Mann gesehen, der gerade die Taverne verlassen hat? Verschwindet, geht auf der Stelle, oder ihr bringt Unglück über mich. Nehmt euch zusammen, Mann. Ihr zittert in euren Stiefeln und ihr wisst noch nicht mal etwas Nützliches, oder? Was die immer in den Gebäuden rumschreien. Keine Beute, nichts im Sack, was, Kamerad? Schmuggler. Fragt ihr nach Machado? Ja, ich möchte ihn sprechen. Ach wirklich, ihr solltet wissen, Camilo spricht nicht einfach so mit jedem. Danke für den Hinweis, ich werde jetzt gehen, es sei denn, ihr verwaltet seine Termine. Sagen wir, ich bin ein Bekannter von Machado und wenn ihr eine Audienz wünscht, sprecht ihr mit mir. Nun, unser Gespräch ist nicht für eure Ohren bestimmt. Bringt mich zu eurem Herrn oder geht aus dem Weg. Ich finde ihn auch ohne eure Hilfe. Ich kann euch zu ihm bringen, doch ihr müsst euer Schwert und eure Pistole hier lassen. Ich gehe mit Waffen oder gar nicht. Ich werde Machado auch ohne eure Hilfe finden. Wollt ihr nun zu Camilo oder nicht? Gebt mir eure Waffen oder es wird ungemütlich. Es ist alles gesagt. Bringt mich zu Machado oder ich suche ihn selbst. Nun gut, gehen wir. Allerdings wird das Camilo kein bisschen gefallen. Schon besser, geht voran.
Menschen, bin ganz Ohr. Camilo Machado. Ah, Gouverneur Seilhardt schickt mir seine rechte Hand. Was will er von mir, Junge? Wer sagt, dass ich für ihn arbeite? Entschuldigt bitte, sehe ich vielleicht aus wie der Dorftrottel? Als ich erfuhr, dass mich jemand sucht, habe ich Nachforschungen angestellt. Wollt ihr mir etwa ins Gesicht sagen, dass ihr in den letzten paar Monaten nicht für ihn gearbeitet habt? Gut, sagen wir, dass ihr recht habt und dass der Gouverneur mich geschickt hat. Welchen Unterschied macht das? Würdet ihr euch etwa weigern, mit einem Abgesandten des Gouverneurs zu sprechen? Captain, ich frage mich, ob ihr wisst, mit wem ihr redet. Ihr dürft mir glauben, dass ihr nicht hier stehen würdet, wenn ich nicht mit euch sprechen wollte. Also gut, ich muss wissen, wohin ich einen Mann namens Reims finden kann. Ich weiß, dass er sich irgendwo auf dieser Insel versteckt. Eure Informationen sind überholt, junger Mann. Raoul hat in der Tat einige Tage hier verbracht, verließ praktisch nie sein Haus, aber er hat bereits wieder Segel gesetzt und nicht einmal mir verraten, wohin er wollte. Offenbar hat er sich wegen etwas Sorgen gemacht, doch ich kann euch nicht sagen, was es war. Er hat ein Haus hier, wo finde ich es? Einen Moment mal, Junge. Ihr mögt ein Abgesandter des englischen Gouverneurs sein, aber das gibt euch nicht das Recht, ins Haus eines anderen Mannes einzudringen und seine Sachen zu durchwühlen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ich bitte euch, für mich eine Ausnahme zu machen. Ich muss herausfinden, wohin er gesegelt ist, und zwar bald. Reims, ich sehe, dass ihr für Vernunft nicht zugänglich seid. Wenn ich euch nicht überzeugen kann, diesem Haus fernzubleiben, werde ich meine Männer einfach anweisen, es zu bewachen und auf Eindringlinge zu schießen. Ich bin mir sicher, dass sogar ihr eine Warnung nicht ignorieren werdet, wenn sie in Form einer Musketenkugel kommt. Und jetzt geht. Auf Wiedersehen. Versteck der Schmuggler. Okay, dann werde ich mich jetzt mit den Schmugglern anlegen und einfach jeden hier töten. Alter, die richten so gut wie keinen Schaden an. Und das war der letzte der Schmuggler. Reims Haus im Versteck der Schmuggler. Nun, ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass sich das Warten gelohnt hat. Ich habe ein Logbuch gefunden. Schauen wir mal einen Augenblick. Verflixt, hier steht nichts darüber, wo er zu finden ist. Warte, still. Ich könnte schwören, dass ich eine Tür knarren gehört habe. Es kommt jemand. Piraten halten zusammen wie Pech und Schwefel. Leborio Violett. Ihr seid schon der Dritte, der versucht, in dieses Haus zu kommen. Worauf habt ihr es alle abgesehen? Warte mal, was sagt ihr da? Dass ihr tot seid, mein Freund. Das werden wir ja sehen. So. Na, das wäre nicht mal eine vortreffliche Menge an Leichen. Sonst noch irgendjemand mit irgendwelchen schlauen Kommentaren? Nein? Dann hau ich ab. Ich muss zurück nach Conchaichao. Und ich habe keine Ahnung, wie der Weg ist.
Ein guter Start. Höchstwahrscheinlich sind hier Räuber. Wusste ich's doch. Scheiße, ich bin gestorben. Ja, diese Wegelagerer sind so ziemlich die stärksten Gegner im ganzen Spiel. Und es krabbeln Ameisen über meinen toten Körper. Wo habe ich das letzte Mal abgespeichert? Bei Quebradas Costillas, ganz toll. Ja, ich mache das mal kurz offscreen. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. War gar nicht schön, mich hier wieder herkommen zu müssen. Ich würde sagen, ich speichere jetzt auch mal. Das ist die intelligente Konsequenz. So. Und weiter geht's. Gleich nochmal abspeichern. So, ein paar alte gelöscht. Und los. Mist. Diese Wegelagerer immer. Warum müssen die immer so scheiße stark sein? Und ich habe den Weg zurück zu den Außenbezirken zumindest gefunden. Und da hinten ist die Stadt. Was für ein Glück. Nun, da wieder alles geregelt ist und mein Schiff wieder vollständig intakt ist, kann ich wieder in See stechen und direkt zurück nach Redmond segeln. Nein. So geht das vielleicht schneller.
uns auch noch stundenlang auf der Insel drum rumfahren. Ja, verdammte Scheiße. Schöner Sturm. Und ich bin drin. Mist. Aber coole Musik. Ich mag diesen Sound, wenn ich erfolgreich durch den Sturm durchgesegelt bin. Auf weiter zur Durchreise nach Redmond. Also ich würde mal sagen, es macht keinen großen Unterschied, ob ich mit den Franzosen im Krieg stehe oder mit ihm in Frieden stehe. Die sind sowieso zu feige, um mich anzugreifen, wenn mein Schiff vollständig intakt ist. Also dann, auf zu Seilhard. Grüßt euch. Was bringt euch heute in unsere schöne Kolonie? Ihr seid zurück, Nathaniel, aber wo ist Reims? Ich sehe ihn nicht in eurer Gesellschaft. Ich habe versagt, Sir. Ich habe seine Spur im Versteck der Schmuggler verloren. Ihr enttäuscht mich, Nathaniel. So eine einfache Mission und ihr versagt. Ich habe mehr von euch erwartet. Ich entschuldige mich aufrichtig, Sir. Allerdings, wenn ich das erwähnen darf, konnte ich herausfinden, was Reims als nächstes tun wird. Er wird auf eine Expedition gehen. Nun, es ist nicht meine Art, Versagen zu bestrafen, besonders dann nicht, wenn ernsthafte Anstrengungen unternommen wurden. Aber ich hoffe, dass ihr bei eurer nächsten Mission nicht versagen werdet. Danke für euer Vertrauen, Sir. Ich werde alles tun, um euch nicht noch einmal zu enttäuschen. Das höre ich gern, Nathaniel. Hier sind übrigens die 5000 Goldstücke, die ich euch versprochen hatte, wenngleich sie nicht wirklich verdient wurden. Vielen Dank, Sir. Eure Großzügigkeit erstaunt mich. Genug, Nathaniel. Ihr braucht mir nicht schmeicheln. Nun lasst uns zum Geschäft kommen. Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr im Versteck der Piraten gewesen. Da ihr nun wisst, wo ihr ihn hin müsst, sollt ihr diesen Brief dem Anführer der Piraten übergeben. Er heißt Isenbrand Jürgsen. Bevor ihr jetzt unruhig werdet, möchtet ihr sicher wissen, was für eine Mitteilung ich für diese üblen Teufel habe. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Reims inzwischen zu viel weiß, sodass ich ihn nicht entkommen lassen kann. Wenn ihr ihn nicht fangen könnt, dann schaffen es vielleicht diese Piraten. Wann werdet ihr eure Reise antreten? Mein Schiff ist bereit zum Auslaufen, Sir. Perfekt. Dann stecht sofort in See. Nachdem ihr eure Pflicht erfüllt habt, könnt ihr die Belohnung bei mir abholen. Ist alles klar, Nathaniel? Ja, Sir. Ich werde sofort Segel hissen. Gleich nachdem ich mein Schiff reparieren lassen war. Das ist ein feines Schiff, Sir. Danke, Werftbesitzer-Typ. Auf zurück nach Quebradas Costillas.
Und noch in den letzten paar Minuten eine Seeschlacht mit den Franzosen. Die Volontaire wurde versenkt. Eine Breitseite nach der anderen bekommt ihr ab. Ihr seid kein Gegner für die allmächtige Princess Luna. Und die Release wurde auch versenkt. Jetzt ist nur noch die Galeone übrig. Und die Seine wurde auch versenkt. Also wie gerade schon gesagt, bevor ich von den Franzosen unterbrochen wurde, auf nach Quebradas Costillas. Ach du Scheiße, Schlacht im Sturm. Segel einholen. Die werden wohl kaum länger im Sturm durchhalten als ich. Wenn ich mir die Erfahrungspunktezahlen so ansehe, die ich bekomme, ist das ein sehr starker Sturm. Der Papillon wurde soeben versenkt. Und ich lande einen kritischen Treffer gegen die Corvette. Ja, die sind bald tot, alle. So, alle besiegt. So. Und ich segel immer noch weiter nach Quebradas Costillas. Und auf dem Weg kämpfe ich gegen unzählige Gegner. Die Truppen von der Corvette gehören jetzt mir. Ich benutze meine Fähigkeit dazu. Ach, verdammt.
Ja, die Brücke ist gleich down. Noch ein paar Sekunden warten. Und die Prevagent wurde versenkt. Meine Fresse, wo zielen die denn eigentlich, wenn die eine Galeone angreifen, hin? Wenn die von hinten sind. Wenn ihr hinten seid, dann müsst ihr auf den Heck zielen und nicht auf eine Seite. Sind meine Kanoniere denn blöd? Westfriesland. Was für ein blöder Name für ein Schiff. Ganz im Ernst. Westfriesland. Wie kommt man bloß auf so einen Schwachsinn? Und jetzt erreiche ich endlich Quebradas Costillas. Jetzt erledige ich hier noch schnell meine Aufgabe und dann ab zurück nach Redmond. Aber vorher mache ich einen Cut. Ach nein, ich muss zum Rathaus. Und mit diesen Brandjurksen reden. Ihr geht mit der Klinge um wie ein betrunkener Franzose. Mir ist, als müsste ich euch eigentlich kennen, Busch. Aber ich komme ums Verrecken nicht drauf. Wieso? Wer seid ihr? Mein Name ist Nathaniel Hawk und ich bin geschäftlich hier. Ich bringe euch einen Brief. Ein Brief, sagt ihr? Und von wem ich fragen... Und von wem, wenn ich fragen darf? Warum wollt ihr wissen, wer ihn schickt? Weshalb lest ihr ihn nicht einfach selber? Oder muss ich ihn euch vorlesen? Hütet eure Zunge, Kleiner, sonst seid ihr eure Rübe los. Nun, das beantwortet dann wohl meine Frage. Gut, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, der Brief ist vom englischen Governor Seilhardt. Seilhardt, der alte Fuchs braucht also wieder mal meine Hilfe. Sehr interessant. Also, was steht ihr da noch herum? Ihr habt den Brief überbracht und nun trollt euch.
Und an dieser Stelle mache ich jetzt mal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.